Denk an die Aufnahme, Kevin, ne? Ich habe Xayah jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel gespielt, aber ich denke... Lass mal nicht Xayah bannen. Kevin, ist Kevin überhaupt da? Dann lass Rakan bannen. Kevin ist nicht da zum Bannen. Ja. Doch, da ist er. Ah, nice. Denk an die Aufnahme, Kevin. Hoffentlich bleibt Sö offen. Ist an. So. Sö? Also ja. Sö wäre richtig wichtig jetzt. Wenn Sö offen wäre, dann könnte Johnny Sö direkt spielen. Also wenn Sö offen ist, dann... Ich habe auch richtig viel Sö gespielt letzte Zeit. Aber wir haben auch noch so einen Scheißbann, ne? Oder was wir machen damit? So, wir bannen jetzt erstmal Talon wieder, dann bannen wir Rakar. Die Ezreal. Okay. Und wenn die Ornn oder Shen bannen, bannen wir den... Ja? Was? Wenn die keins davon bannen? Ja, wenn die keins davon bannen, bannen wir auch keins davon. Und wenn die eins fürs Picken, nehmen wir das andere. Ja. Weißt du? Vielleicht Xayah kann jetzt was. Too much, 4. Okay, dann müssen wir jetzt nicht Xayah bannen, ne? So. Ezreal? Dann bannen wir jetzt Ezreal von mir aus, jo. Aber, oder was ist denn... Ezreal könnten wir auch mit MF countern, oder? Naja, der Spieler war echt gut. Ich ist, dass du mit dem F ja All-In spielen willst und S aus ihm All-In rauskommt. Dann, also dann das S-Bann, ich will da auch nicht gegen spielen. So strong aktuell, ja. Und der Spieler hat echt einen guten, jo. Ja. So, und wenn die jetzt nicht Ornn oder Shen bannen, bannen wir halt wieder LeBlanc. Und wenn die Ornn oder Shen bannen, bannen wir das andere. Du willst jetzt so spielen, oder was? Ich würde so, aber als unsere zweite Rotation nehmen. Und aber dann danach. So muss man echt gut können. Ja, Alter. Ich habe die ganze Woche nur so gespielt. Ich habe jedes andere Game gedodged. Ich fand dein So-Guide auch eigentlich ganz nice. Also, das klappt schon. Danke, danke. Unsere so 101s haben mir auch viel beigebracht. Ja. Ich meine, wir haben zwei gute aber voll viele die sagen, man spricht das mit einem besseren Z aus. Also Zö. Ja? Zö? Ja, ja. Klingt voll scheiße. Ich finde so viel besser. Okay. Ja, haben nur vorher gesagt, dass das Zö ist und nicht Zö. Die sind doch völlig gaga. Ich hasse so Leute, die einfach deutsche Worte nicht aussprechen können, ne? Ja, ist ja echt so. Bannen wir jetzt noch LeBlanc weg. Komm, raus die Scheiße. LeBlanc. Ich denke, die werden für... Ornn. Dann gehen wir für Shen jetzt. Und was nehmen wir noch dazu? Also Xin hat er ja eben nicht gepickt. MF. Willst du MF hier schon zeigen? MF ist halt also gegen Ornn nicht so geil. Zweites, was auch immer. Dann okay. Ich habe halt nicht wirklich DPS gegen Ornn. Ja, lass erst mal Shen picken. Ja, aber wir haben ja jetzt noch einen Pick, ne? Ja, aber überleg. Also MF ist halt so jetzt der stärkste ADK, wenn der noch offen ist, meiner Meinung nach. Aber gegen Ornn nicht gut. Also wenn wir da nichts haben, dann könnte der Ornn halt im Teamfight ein bisschen zu lange leben. Für unseren Geschmack. Ja, so ist jetzt auch nicht so krass gegen Ornn. Also, wenn du so spielen willst, dann picke ich irgendeinen anderen Carry, der gut ist gegen Ornn. Aber ich würde den ungern jetzt blind picken. Will Andak jetzt was blind picken? Ah, das ist ein Pick mit Xayah. Xayah? Also ich will eigentlich nicht blind picken, so. Ah, ist okay, Xayah ist doch gut gegen Ornn. Oh ja, Xayah sehe ich uns. Was ist mit Xayah Braum? Ist das eine gute Comp? Braum nicht schlecht. Also erstmal gucken, was die picken. Karma? Karma ist ja auch, oder? Ja, Karma ja wir hätten erst Braum picken sollen. Nee, ich wäre nicht für Braum gegangen. Kein Bock auf Losing Lane. Braum blind ist halt echt so eine Sache, ne? Ah, okay, pick Trash. Ah, nein. Bitte kein Trash, bitte kein Trash, bitte kein Trash. Müssen wir jetzt so picken oder kann ich jetzt so picken? Ja, also wir müssen jetzt auf jeden Fall Trash gleich picken, wenn die jetzt nicht Trash picken. Warum? Wir können auch Trash auch bannen. Aber ich will Trash spielen. Ei. Okay. Nee, die picken den. Werde ich nicht sicher. Oh, ja. Lol. Da brauchen wir gar nicht Trash picken. Kannst du so. Ja, dann bann die Trash raus. Achso. Trash ist auch in dem Matchup nicht mal gut. Doch, gegen Alistair übel gut. Warum? Weil ich jedes Engage schon wegfällt. Aber was ist denn mit Braum? Ist Braum hier nicht auch gut? Braum haben wir halt Losing Lane dann. Ja, aber Alistair kann dich engagen, du kannst ihn nicht engagen, wirklich. Oder pick mir jetzt zu. Aber wenn du confident bist, dann nimm Trash, wie du willst. Ja, dann gib mir. Ich kann auch Karma spielen. Ja, dann pick jetzt Zö. Oder spiel Zö, Alter. Pick einfach, dass du spielst. Pick Zö. Da sind wir! Ich wollte gerade sagen, danke, pick Kevin. Einfach die Scheiße. Alter, ich spiel die einfach. Bann mal Warwick raus. Braucht man nicht, okay. Alter, ich hab hier so ein Ding in meiner Tastatur noch hängen. Noch irgendein Band? Fizz, wäre super. Okay. Fizz ist. Jo, der spielt das. Ich hab grad gesehen, 3 Solo-Q-Matches, alle gegen Zoe. Ich erwarte da was. Stell ich mir für Zoe nicht so spaßig vor. Wie bitte? Stell ich mir für Zoe nicht so witzig vor. Nee, hab ich auch erlebt. Nicht. Ist super. Ja, für wen? Für Zoe. Aber wie gesagt, so, Amis und sowas sagen Zoe, oder nicht? Nein, Sö. Sö, die sagen alle Sö. Als ob die deutsche Variante sagen. Klar, das ist nicht Sö heißt. Das deutsche heißt Volk, Alter, was denkst du? Das heißt ja auch Oettinger, ne? Ja, gut. Eben. heißt ja nicht auch Oettinger. Ja, wurde im Discord vorhin analysiert, Johnny, hast du nicht gelesen? First Bands.
habt ja nur für die Deutschen quasi das heißt analysiert, aber nicht also für die global. Okay, warte mal, was picken wir jetzt? Also ich finde Jenna eigentlich gar nicht schlecht. Aber Jenna ist okay. Jenna oder Leona Karma? Gehen, aber Leona aber ist Jenna ist besser gegen Alistair, wegen Interrupten. Aber gib mir Jenna. E-Girl. Okay, können wir jetzt noch irgendwas... Lulu wäre auch noch open gewesen, ne? Ja, weil Lulu ist nicht so nice gegen Alistair. Was ist mit dir los? Er ist einfach hyped, dass er so spielen darf. Alter, endlich so, Mann, ich bin so glücklich. Jetzt musst du auch performen, ne? Ja, Alter, ich perform die Scheiße aus dem raus. 0,80. Eieiei, Ferrari-Hackerim. Oh. Boah, gar keinen Bock dagegen. Ah, den Bremsen. Pick mir Lee, Alter. Fickst du den richtig weg? Ja, Junge. Ja, okay, Junge. Da geh ich jetzt. Fick der mal, Ficker. Oder? Was hat der denn noch an ekelhaften Carries? Packt der jetzt sein Yasuo aus? Nee, sein Zed. Sau-Rip. Also, ich hab hier ein Zombie-Ward jetzt. Ah, eklig. Ey, ich hab Zoe auch mal gespielt. Sö meinst du? Gegen fucking Talia, das ist aber auch Ace. Ja, aber die ist in der Lane wirklich komplett garbage. So. Du hast kein Matchup, wo du denkst, ach, das ist aber schön. Pick mir auf jeden Fall Lee, Alter. Dann die schon wieder für ein Combo, Alter. Ich hab wieder Tank fucking rein. Warum spielen wir immer gegen irgendwelche fucking 8 Tank-Kombos? Okay, ich geh aufs Klo. Ja, das ist halt echt so. Aber es ist halt okay. Aber das ist ja obvious. Weißt du? Das ist halt okay. Ja, I know. Tanks sind halt broken. Was picken wir? Lee, okay. Der Scheiß ist halt einfach broken. Der Scheiß ist weiß. Ja, wenn Zoe jetzt, Johnny jetzt mit Zoe spielt, dann raste ich richtig aus. Leute, ich nehm wieder Zombie Ward. Ich habe auch Zombie Ward dabei. Let's go. Zombie Ward OP. Ich hab mir noch eine sonnige Cola, bis gleich. Boah, da seh ich mich auch, ey. Hol ich mir auch. Leute, der Chair unterhalten. Aber leid, Digga, leid. Ich bin zu arm für Cola. Zero. Bin zahlt nicht mehr. Nebelvertrag. Nimmt Sola gerade schon auf? Klar. Nimmst du schon auf, Sola? Ich nehm schon auf. So. Ey Jungs, bei mir steht immer noch Choose Loadout. Seid ihr schon Loading Screen? Ja, dann tschüss doch mal. Achso, boah. Jungs, ich war lang nicht mehr so gehypt, ey. Endlich so. Junge, wenn du jetzt reinkackst, ist natürlich das. Ja, ich weiß. Kutscher, du bist ja ein richtiger Gott. Oder? Ich kann das echt war gut. Ja komplett krank. Vor allem, du warst selber überrascht, wie gut du gespielt hast, ne? Ich bin halt bei Mechanical Champs immer so gut. Keine Ahnung. Naja, an dein Set erinnere ich mich. Naja, bei meinen Set-Mechanics ist auch nicht schlecht, nur ich kann halt nicht farmen und sonst nichts auf Midlane. Das ist mein größtes Problem, Alter. Da waren schon ein paar süße Plays dabei, aber ist auch ein bisschen broken, wenn man so eine Plays macht, finde ich. Also die Range mit dem E über der Wand ist witzig. Oh. Wenn ich da macht ihr mal bereit. Viel ist natürlich auch, dass die Leute nicht wissen, wie man gegen spielt noch. Ja, zum Beispiel, da war ein Clip, wo du Blue Side, nee, du warst Red Side Bot gegen Blue Side und die haben halt oben um die Wand rumgespielt und dadurch hast du halt den Stun gekriegt. Wenn die einfach unten um die Wand rumspielen, dann kannst du dir gar keinen Hit treffen. Ne? Dann. Oder auch, dass man viel mehr hinter Minions steht und so, da bist du echt useless als so. Face Rush Hecarim, der spielt ja nicht mal mit fucking Predator. Face Rush? Fuck? Das ist ja kompletter Int. Ja, Jungs, warten wir erstmal ab, ne? Ja, er muss doch drei separate Fähigkeiten oder Spells oder Auto-Attacks machen. Ja, gut, mit dem EQ ist drin, aber. Ja, aber du würdest ja den Movement Speed. Ja, du Jungs, lass mal. Sollen wir. Oh, okay. Oh, halt. Hier, wurde nicht gechanged. Diesmal wollen wir was, Johnny? Ich dachte, wir klumpen vielleicht, aber macht nicht so viel Sinn, oder? Ah, doch, mit Chantor. Ich würde klumpen. Klumpen, Leute. Da sehe ich mich. Dann, spielst du mit Source, Johnny? Ja, gegen Corki. Was denn für einer? Wofür gehst du? Nur andauernd. Hä? Ich soll for free in der Lane. Ach so, ja, dann nehme ich keinen Zimmer-Nasper mit, sorry. Nee, genau. Man müsste mit Zoe mal mit Dings umstarten. Mit Zoe müsste man dieses Summoner-Wechsel-Ding mitnehmen und dann einfach die ganze Zeit Summoner wechseln. Dann weiß er ging ja gar nicht mehr, was weh ist, was jetzt wirklich Summoner ist. Vor allem, weil es ja immer noch nicht gesagt. Danke. Das Ding wird übrigens auf Malzah im Kesper Cup gespielt, ne? Ja, aber alle Malzah spielen das. Guck mal, Probe. Auf Malzah? Mhm. Jeder spielt es, weil du hast halt in dem kompletten Tree verringerst du ja auch die ganzen Flash und Ults und so, ist komplett dumm. Topplane meinst du? Nee, Mitte. Midlane, Mitte. Aber Malzah hat gerade Midlane und Toplane die höchste Winrate. Ja, du musst Heimerdinger-Jungle mit dem Ding spielen. Und dann gehst du Level 3 mit Ignite. Du nimmst Ignite am Anfang mit. Hey, kannst du aber gar nicht. Du kannst nicht. Okay, ich anpause, ne? Ach, ohne Flash meinst du? Test.
Okay. Okay, Boys, wir gehen jetzt. 3, 2, 1. Alter, aber endlich Supreme! Warte mal, das klingt auch spannend. In Ranked hast du den Skin? Was? Warum hat er den Skin nicht? Alter? Ich hab den Skin nicht... richtig kacke, Alter. Ich finde Standard-Skin echt besser. Der ist cool. Standard-Skin ist besser. Decken wir jetzt doch nicht? Doch, wir stacken. Achso. Oh, wir klumpen. Wir klumpen. Level 1 ist doch eh garbage. My German is very bad. Jetzt sieht er die Ausländerkarte. Ja, dann gehen wir invaden. Ja, makes sense. Das Level 1 ist auch bad. Ausländer. Johnny Wonder mit anderen Level 1. Oh lol. Oh schade, das war Buggy. Ja, oh, ist so ätzend, ne? Ja, ja, Buggy. Was müssen. Schlecht war das? Hast du Shield oder W-geskillt? Auf Jenna. Aber also Shield. Ja. Gib mir nicht W zuerst. Boah, richtig Herzrasen gehabt. Oh, ich wollte gerade irgendwie noch Damage mit drauf kriegen. Ja, du wolltest das nicht. Revenge komm ich nicht und dann hab ich dir das diesen eben. Aber er hat W-Schatz. Free Pressure. Max, ja, aber ich hab E-Stand. Also, oder immer noch E? Kann man machen. Ich hab auch E-Stand. Das hat sich ein bisschen negiert hier. Ich hab auf den Sack gekriegt, die das gemacht hat. Naja. Halb so wild, ne? So ist es. War ein nice try. Pushen hart. Überstart, ne? Jo. Wisst ihr, was ich vermisse? Was? Habt ihr noch den alten Keystrike von Shen? Jo, Alter. Ja. Oh, das war immer so ein satisfying Sound. Ja, Mann, das ist geht mit Mafia Grace so. Mit dem alten. Ja, aber da ist doch beim alten Grace vermisse ich alles. Ich ja, bei Mafia Grace war halt doch mal eine andere Welt. Jo. Also, Grace war an sich schon nice, aber Mafia Grace war halt. Als ob du. A sense of pride and accomplishment hast. Alistair ist Miss übrigens. Ich werde mir Red Buff kurz holen. Ja, könnt ihr. Alistair hat gerade PvP verpasst auf jeden Fall. Rewarded. Wir haben vorne Level 2, wir können wir könnten gehen heimgehen. Ich bin noch nicht durch, ja. Ja, jetzt. Oh. Wo hat der jetzt gestartet? Blue oder was? Blue Buff hat der gestartet, ja. Ich hab Midlane Pressure, by the way. Nice. Hätte so noch mehr machen können. Ja. Ich hab jetzt noch keine Q-Means zu interrupten, ich muss ein bisschen aufpassen. Heckrum könnte jetzt Botlane sein. Lass mich bitte ein bisschen reinpushen. Keine Lust hier zu hinten. Da ist der erste Zombie-Bot. Ja, der ist auf jeden Fall Bot-Zeit. Mein Red hat er nämlich nicht gemacht. Wir werden gerade eh reingepusht, also Bot kann nicht gegankt werden gerade. Ja, ich lass mich bitte jetzt auch reinpushen. Also Top-Lane sollte die einzige Lane für ihn sein. Ich kann aber Top kommen, theoretisch jetzt. 7 Sekunden. Er hat keine Ward noch, also warte. 4 Sekunden. Hat er doch ein Ward? Wann hat das? Jo, er hat ein Ward. Oh, der expired. Oh, dann hat das. Holy shit, 2! Guck mal, da 2,18! Alles klar. Wie schade ich mache. Ja, ich habe niemals, ich habe keinen Spell bei dir gehabt. Ich da nicht gerade meine Combo gewastet, dann bin ich sogar ziemlich hart gewonnen. Ich habe jetzt, Geschwindigkeit, ein bisschen aggressiver spielen. Nice. Der Midlane probieren, ich habe Exhaust ab. Also 2. Ah, ich glaube, der weiß es. Weil der wird wahrscheinlich beim nächsten Engage igniten, oder? Dann hat er auch sein E. Hey, Grim hat einen Full Clear gemacht. Also, pass auf, warte. Ich move jetzt. Da könnte ich auch Counter gegen. Oh shit, der hat mich geschwillt. Da ist er. Und ja, fein, ich hab First Blood. Oh shit, und Kog hat kein Assist. Nice. Oh, ist okay. Der Cookie ist auch ich gehe für aggressive, Alter. Ich hole mir noch kein Green Smite. Ich bin für Double Dort gegangen, erstmal. Ich bin umgerannt. Ich glaube, der Cookie ist richtig verwirrt. Ich habe den gerade erstmal zweimal exhausted. Wie lange hast du den Summoner Spell auf der W? 60 Sekunden. Lol, 60 Sekunden. Hm. Richtig lang. Hm. Ja, komplett. Bitte was? Oh was? Mann, ey. Ich hasse Alistair so sehr, ey. Jedes Game, wenn ich. Das ist der einzige Supporter, gegen den ich überhaupt fucking so wie du stellst. So dumm, ich kann den Schaden nie einschätzen. Ich geh Midlane Base. Oh resetten. Mann, ey. Aber was bist du da gerade noch gestorben? Ignite oder was? Nee, Kalista eh. Ich dachte auch nicht, dass sie noch in Range ist. Aber ja, aber Alistair hat den Kill gekriegt. Ja, durch den letzten Ignite-Tick. Also, die haben quasi. Ich bin raus gewesen, dann hat Kalista noch. Haben die Sums? Ja, kein Ignite, sonst haben die alles. Okay. Ich glaube, wir sollen Midlane wieder probieren, ne? Ja. Der hat beide Sums down.
Oder hat der geflasht? Ich hab's gar nicht gesehen. Hm. Kann auch Solo Infernal machen, theoretisch kurz. Ja, auch dann lass mich aber vorher Pressure holen, oder? Achso, ja gut. Mach einfach mal. Verliert halt dann nur ein bisschen Zeit, was XP uns angeht, ne? Aber wir haben Infernal, lol. Ja, du kannst auch Midlane, Korkismus. Kannst auch Midlane kommen und den hier da pullen. Ich hab gerade einen ab. Korki immer noch Miss. Kann sein, dass der auch recallt. Ja, das ist wahrscheinlich immer gut. Ich komme. Okay. Oh, das ist nicht so. Max ist nochmal ein Inferno. Ich will jetzt erstmal farmen. Der Backup, Johnny. Ja, ich bin fein. Ich wollte rein. Das Problem ist halt, ich kann Bot. Ich glaube nicht, dass wir Bot in irgendeiner Weise jetzt traden können. Sobald der Liste an mich kommt und verlieren wir den Trade jetzt. Weiß nicht. Der ist schon 6, aber wir sind dead. Ultimate up? Moment. Oh. Hat gereicht. Oh, ja, shit. Ich bin dafür tot. Unlucky. Oh mein Gott. Murph. Ah, die können halt mit Alistair Hackram einfach den Knaller ziehen. Hackram move Mitte. Corki ist auf 2 AP. Die ist der Johnny, ne? Jo. Kommen dir entgegen. Okay, passt. Alright, so. Hier ist Diven. Ich hab keinen hier. Alistair kommt mal ein Auto-Tick, wahrscheinlich dead. Den zack ich halt, ne? Akram schon Level 6 eigentlich. Ja, Midlane übelst viel XP geleacht, ne? Ich bin halt richtig verheirat. 32, holt noch. TP aber ab noch. Ja, ich werde bald einfach super safe spielen, farmen. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas aggro machen können. Ich glaube, jetzt gerade besteht eine ziemlich hohe Dive-Gefahr, weil die vor uns Level 6 wären. Wobei, du kriegst jetzt so XP, du müsstest doch. Bist du dann nach 6? Nee, noch lange nicht. Alter, dass er das gerade überlebt hat, der Kork hier. Die stayen nach unten. Tu mal so, damit ich es nicht weiß. Aha! Das war easy. Kalista keine Ult. Kann ich Blue Blue haben? Ja, klar. Okay. Ja, ich muss gerade die zwei Minions hier klären und dann komme ich. Hey, Krim wahrscheinlich jetzt Enemy Red Buff. Okay, ich komme. Was will jetzt Base gehen? Hab den. Danke. Also, dass die noch hier sind, ne? Ups. Wer Midlane Cut ist, kann top kommen. Botlane war gewordet. Muss basen. Ich mach mal hier die Vision-Pflanze. Wir können immer nach unten campen. Okay, Cocky, wir haben jetzt Package. Wir werden versuchen zu diven jetzt so langsam. Da oben ist ein Ward in deinem Busch. Ja. Braucht ihr mich für Backup strong, unten? Ja. Noch nicht. Cocky ist immer noch. Ah, okay, da ist er wieder. Hacke in Mitte. Er hat wieder Ult. Macht eh an. Ich kann kommen. Oh, okay. Cocky Miss. Ah, Cocky ist hier. Hat Pixelbush gewordet. Er ist, da geht jetzt Richtung Drake. Über 4 Grad und über 4 Leute. Über Hackram ist auch hier. Die setzen, denke ich. Hackram ist bei Raptors. Ja, die haben hier gewordet. Ich bin jetzt Level 6. Also unser Jungle ist wordet. Kurz Zeit. Okay. Hier ist auch ein Ward, den kriege ich eben. Cocky move wieder Botlane. Ich hab jetzt aber Level 6, ne? Die werden uns wahrscheinlich diven wollen. Ich bin auch 6, die können uns nicht diven. Noch keine Shen Ult leider. Corki ist halt unten, relativ sicher. Ja, die sind unten. Da ist ein Hickel. Ich hab keine Minions, die können sich da. Da ist ein Hickel. Oh, ich komme. Wir move. Komm mal auf. Was noch was? 18 Sekunden. Ja, On move, on move, hier. Schau, Wirbel. Alistair move, Alistair move. On move auch. Der ist in Sleep, attackiert ihn. Ich bin ein Flash. I guess ich bin tot. 7 Sekunden. Ja. Ich komm da nicht hin. Shit, da. Ah, der hat mich echt interrupted gekriegt. Was hat sich denn gekillt in der Szene? Ornn Ult. Ach, fuck it. Also Ornn kann man, ne? Ich musste da halt rein, weil sonst wäre ich tot, so oder so tot. Ich hätte fast Corki noch mitgekriegt. Ich hätte früher reinqueuen sollen. Ich dachte halt, der Alistair war halt asleep, deswegen dachte ich, die Cops noch raus.
Shit, das ist so eine große Wave. Kein Q-Up, kein Q-Up. Alkin ist auf jeden Fall jetzt relativ gut im Game, müssen wir aufpassen. Koki hat aber wieder beide Sums raus, ne? Ich glaube, da können wir. Kick in 30. Ich habe in 800, nee, in 500 hier. Ich glaube nicht, dass es worth ist, wenn wir das Game verlieren sollten, Ohren offen zu lassen. Gut, nächstes Mal sind wir wieder die andere Seite, oder? Ja, ja. Aber. Lass mal. Der Champ ist halt echt busted momentan. Also ja, vor allem komplett. Da müssen wir jetzt gerade mitnehmen. Ja, ja. Also Bot pusht die ganze Zeit einfach nur raus und geht dann safe. Ja. Infernal in 45. Kann halt gut sein, dass die hier chillen, ne? Sogar sehr wahrscheinlich. What? Oh mein Gott. Alles klar. Wie kann man denn die Q flashen? Denn wann kann man nicht die Q flashen? Das kann man on frame, ja, das kann man, aber super, super schwer. Billige Sache auf jeden Fall. Das ist so dumm, Alter. Der kommt das dritte Mal einfach solo weg. Also Bot gibt uns gerade mega viel Freefarm. Ist ziemlich gut, weil wir eigentlich gepushert werden sollten. Alter, nächste Wave habe ich Bier. Infernal ist halt jetzt ab, ne? Ja. Ich glaube, Bot ist nochmal Base. Ich pull dich Bot rein. Oh ne. Immer noch hier. Bin Hacker von hier? Richtung. Ja, der geht in den River? Ich hab keinen Ehe. Wir haben halt mit Pressure gerade. Ja, ja, der Cocky ist Base. Dann lässt sich auf dich turnen, Kutscher, ne? Ja, ich. Hab Ultimate ab. Ich treff den vielleicht. Können wir den Drake einfach machen? Alistair move zu euch. Never mind, ist hier. Das ist zu risky. Aber können wir probieren. Können wir immer noch abbrechen. Pullt den aber raus. Wenn Bot halt rotiert, dann können die mich theoretisch sagen. Bot moved jetzt. Ultimate ab. Von Mitte moved auf. Nice, okay. raus. Der kommt irgendwie raus. Muss ein Anlage. Zwei für den Break. Nächstes nochmal ein Inferno. Geht darum, oder? So diven. Ja, so ja, auf jeden Fall. Ich hab Ultimate ab, Oh, aber das spielen? Kann man spielen, die Kalista? Komm mal. Ich hab halt gar keinen Mana, leider. Kalista? Scheiße, ich glaube, wir hätten rausgehen können. Ja, aber die haben ja deinen Recall gesehen, so, ne? Ja, aber ich hätte ja auch ulten und flashen zum Tower können, wenn ich das sehe. Na egal, war ein Versuch wert. Ich hätte halt leider gar keinen Mana mehr. Wir haben immer noch zwei Infernal Drakes. Ja, also die Kalista ist jetzt mein Gold vor mir. Die ist jetzt ungefähr so 2k Gold vor mir mindestens. Ich guck mal, ob ich Bot da noch einen Play machen kann. Sieht nicht so aus. Die Frage ist, wie wollen wir später Orn tot kriegen? Haben wir genug so ist, Damage später ist nicht dafür? Bad gegen Tanks. Also wenn ich so bilde, aber... Ja, ich hab einen Jenner im Nacken, ich mach auch gut Damage gegen ihn. Ja, also wenn wir ins Late Game kommen sollten, das passt, denke ich. Ich glaube, das Problem ist nur jetzt die Spielphase. Also jetzt, sobald Corki Trinity fertig hat, Hackram Trinity fertig hat... Ich kann gegen Corki nicht unbedingt das Problem, glaube ich. Nee, ich meine gerade nur, die haben gleich alle ihre stärksten Phasen im gesamten Spiel und haben den Gold-Lead jetzt gerade. Das wird halt richtig brutal. Ihr wollt Mitte gehen, oder was? Ja, Package. Nee, du warst gerade nur eine Wave, deswegen habe ich eine Wave Mitte genommen. Die waren also, trotzdem was forcen. Mega aufpassen, dass wir jetzt nicht einfach die ganze Zeit straight up engaged werden. Ich glaube, die haben den Feed, um das zu tun, theoretisch. Also ich kann gegen Corki halt easy das und River. So. Ja, wie du willst, ist mega, wo du hingehst. Ich war nur gerade Mitte, weil du Bot warst. Ja, wo ist es denn für dich besser? Macht keinen Unterschied. Ja, weil dann komm ich Mitte. Du kannst wahrscheinlich ein bisschen safer farmen gegen die, aber die swappen jetzt eh. Ja. Und bleib du Mitte gegen Corki. Jo. Corki zieht Top mit Package. Ich komm dann hinter dir her, ja, so, ist oder? Hier. Die werden den Können wir irgendwo einen Turret traden? Ne, jetzt sind wir zu spät Bot dran. Aber ich glaube, wir können das oben noch machen, oder? Orn ist nicht da. Also Orn ist halt Bot. Bin auf dem Weg. Halt deutlich mehr Items als hier. Seems true. Hat Orn TP? 1-10, ne. Oh shit, und? Corki hat keine Package mehr. Aber wollen wir das machen? Wollen wir den Verteidiger oder wollen wir den jetzt abgeben einfach? Das ist 4 gegen 4 aktuell, 3 gegen 4. Ah, ich geh Mitte, nee, lass den abgeben. Also Hacker, sein, wir können das halt auch Mitte, ne? Ich glaube, wir können das. Ja, 3 gegen 3 können wir das Ding schon machen. Okay. Mitte fällt, aber der fällt so oder so oft, ja. Okay, die ist nicht so. On ist hier. Okay. Pass auf, Ultimate. Ich bin auf dem Weg. Komm mal auf. Schön. Ich brauch auch. Bin gleich da.
Ja, ich muss Top Turret dafür jetzt abgeben. Ich kann Top nicht verteidigen rein. Ich move auch. Oh, komm her, komm her. Ja, oh. On? Ja, ja. Alter, mein Movement war insane! Ich hab alles gedodged und er kriegt mich trotzdem! Ich krieg den nicht mehr. Unterwegs, lass uns einen Ort nehmen. Mann, der ist so tanky, Alter. Ich hab einfach nur gar keine Damage-Items. Was? Dein Ernst, oder? Flashen, Alter. Ah, die gehen Herrick, glaube ich, gerade. Jo, kann gut sein. Die hatten auf jeden Fall genug Zeit. Ultimate jetzt ab. Ja, jetzt sind wir fertig. Ich bin immer noch, also, ich bin natürlich hinter Gorky, aber nicht so far, weil der immer noch vom Punishment hat. Ich hab Gauntlet. Sind hier, ne? Jo. Geil, wenn wir da vorne einen Catch kriegen würden. Wir gehen jetzt Herald. Wollen wir den lassen? Ja, müssen wir wahrscheinlich. Ja, ich glaube, gerade können wir unmöglich fighten, glaube ich. Wir sollten versuchen, dass wir traden irgendwie. Ich muss predikten, was die machen und einfach auf der anderen Seite noch was machen. Wollt ihr vielleicht Bottom rotieren? Jo, ja. Ich hab reingepusht. Ich könnte noch Drake Vision aufbauen, vielleicht kriegen wir den irgendwie den dritten. Unser Tower Push mit Jenna ist nicht schlecht, ne? Aber die haben Corki. Und Double Trinity. Ja, und die Midlane. Muss auch was wegen Herald Mitte. Ja, ja. Mitte pushen jetzt. Ja. Geh mal Base, geh mal Base. Ja, kannst du die Minions taken? Die Jason schon. Oh, die Gage hier, pass auf. Oh Gott. Nicht gut. Der hat mich auch noch abgebrochen. 0,5 Sekunden. Okay, das ist best. Wahrscheinlich. What? Oh fuck, ich dachte, der Zoll steht in der Auto. Want euch da unten, oder was? Stopp, 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 stopp. Na, mit deiner Zeit. Keine gute Rotation. Ah, guter Damage! Naja. Haben wir ein Turret oder zwei verloren? Zwei. Drei sogar. Ah ne, nee, den ersten aber eh schon low. Ja, 30 Sekunden Drake, ne? Dem wird keine Ohren ult. Die haben Ohren generell gerade gar nicht. Vielleicht können wir das irgendwie ausnutzen, weil der dritte Drake wäre schon ziemlich huge. Okay, das probieren wir jetzt. Sexy, ja. Wolf, aber ich komme. Keine Ult, though. Hat Ohren TP? Bestimmt, ja, oder? Ja, wieder ab. Gehst du top, Kevin, oder? Ja, ja, ich renn. Okay, okay. Der Bug, Alter. Wollen wir einfach rushen, oder was ist das? Yo, lass rushen. Die kommen jetzt Ohren von unten. Wir können den nicht rushen. Nee, nee, kann er nicht. Ich hab einen Mitte-Push gerade. Ich kann ihn stealen. Ja, kannst versuchen. Ich glaube, wäre sogar vielleicht worth dafür zu sterben. Ich krieg auf jeden Fall Mitte-Damage, ja. Oh, what? Strange? 2k. Nee, Kalista. Krieg ich niemals. Ah, ich hatte gehofft, dass ich sie sleepen kann, aber es sind halt 5 Leute. Ich hab fast den ganzen Mitte-Turret bekommen. Immerhin. Oh, okay, großartig. Ich glaube, ich bin dead. Ja, wir kommen hier hin. Ach, der ist so cool. Oh, holy fuck. Ah, ich hab die Räume. Viel CC, Mann. Wir können den echt, also. Ornn ist einfach busted. Wir können einfach keinen Ornn abgeben. Ob jetzt Roams oder so, ja. Du kannst, das ist einfach. Ja, wir haben sogar auch brutal schlecht gespielt. Wir haben halt auch Early Game einfach. Das ist halt League of Legends in der Preseason. Wir sind Botlane einmal 2v2 gestorben, Toplane einmal zweimal 2v2 und dadurch haben wir 2 Losing Lanes und sowas. Sowas alleine ist nochmal halt gegen sowas wie Kalista alles da. Das komplette Spiel ist halt mega dumm aktuell. Aber ist noch nicht lost. Wir können das ja immer noch easy machen. Easy. Ja, gut, aber Ornn enabled erstmal überhaupt, dass man so krass snowballen kann. Finde ich. Ich finde die Preseason. Naja, er ist ja in der Mitte gerannt und ihr habt halt dumm gekämpft und hat sich gesnackt. Das ist ja auch so oder so egal. Wir müssen erstmal gucken, wie wir. Davor war halt, weil Botlane low war und ich halt musste quasi ultien, sonst wären sie wieder gestorben. Das Problem weil er mich ist, geholt wäre ein Ultimate. Ich kann halt auch mit Lee Sin keine Alistar Kalista Lane ganken mit Jenna. Ja. Das lief ja halt eigentlich so. Also das war ja eher das Ding. Ja, nur wegen der Aushilfe. Also ich kann halt nicht aushelfen. Wir brauchen eine Lane, wo ich halt ganken kann, at least. Ja, aber und kannst du kannst ja top early. Also wir haben Midlane ja das. Aber Early ist jetzt soweit, ist scheißegal, das soll man darüber diskutieren, wie das Spiel jetzt spielen. Ich mach ja mit einer Q-Kombo am Anfang halbes HP. Okay.
Ja, dann erstmal chillen, ne? Ja, hoffen, dass die einen dummen Nash-Call machen. Ja. Und that's it, so. Immer und überall reingehen. Sind die dran? Ja. Orn hat gerade gepullt. Aber ich hab gewonnen. Wir sollten nur stealen, oder? Also fighten sollten wir nicht. Von der Wards. Das ist natürlich gegen Kalista, die fangen wieder an. Oh, die haben gut Damage gekriegt gerade. Da kann Johnny echt gut poken. Oh, 6k. Wir haben Kalista, ne? Schon, oder? Ich versuch dann hier zu taunten. Kalista. Unten, ich geh Kalista taunten. Oh. Versuch. Warte. Sogar gekickt. Hockey ist sehr low. Tot. Schade. Kalista bekommen, oder? Passiert. Wir müssen Top 10 auch Turret fallen lassen, oder? Ich bin 10 Sekunden ab. Bis dann können wir nicht so viel machen. Und dann auch nicht so viel. Also jetzt kommt die Ohrenschelle. Und bam. Kalista ist noch nicht da, ne? Ah, die ziehen zurück. Bot ist in der Runde. Können wir nicht treffen. Oh. Ja. Immerhin. Boah, halt dringend Items. Wir sind erst in der 21. Minute. Für die Zeit habe ich eigentlich gute Items. Die Gegner sind halt schon ein Item weiter. So, 2 Minuten ist Air Drake, aber da können wir nicht zu viel gehen. Wir haben immerhin den Infernal Drake und die Kalista hat keinen Gathering Storm dabei. Das heißt, immerhin ein Argument für uns. Nein! Und unser Late Game ist auch. 60 Minuten. Unser Late Game ist auch, glaube ich. Ja. Kommt halt drauf an, wie gut Johnny snipen kann. Aber Johnny, wir haben halt immer noch eine Zoe, ne? Bei 2 Items kann die halt immer noch cocky die ganze Zeit one-shotten, wenn der out of position ist. Ja, ich kann im Fight, glaube ich, auch 6000 Damage gemacht. Problem ist halt nur, aktuell kann halt der Hackworm einfach nur alles drücken und ich habe eine Ultimate und jetzt ihm 3/4 Leben ab. Und also ich kann die Kalista jetzt durch reinkicken, ne? Mit das gerade super Minimum. Wollt ihr gone hier? Wir haben gerade kein Damage, glaube ich, dahinter. Komm, ich komme, ich komme. Ich habe auf jeden Fall Damage, aber. Wollen wir da reingehen oder? Dann ist ein Push gerade mit in der Wave. Ja, ja. Ah, nein, komm nicht. Die Blood Champion. Hau rein, Junge. Komm gar nicht mehr aus der Luft raus. Vor allem deren Team. Ist euch aufgefallen? Die haben nichts, was man outplayen kann. Gar nichts eigentlich. Fast nichts von denen ist irgendwie ein Skillshot, großartig schwer zu treffen oder so. Die drücken einfach nur ihre Tasten und sind so erhält, dass sie nichts. Ah gut, ich meine, bei 20 Kills Unterschied wäre es wahrscheinlich mit einem anderen Kombo auch passiert. Aber ja. Schade. GG. Fucking Alistair, Mann. Ich glaube trotzdem, dass Pick und Ballenphase nicht optimal für uns verlaufen. Ja, glaube ich. Late auch. Game ist okay, aber. Ja, absolut. Laning Phase ist einfach trash. Naja, egal, passiert. Okay, schwer. Fucking 10 Farm vorne, sogar gegen Orn. Also Laning Phase war komplett fein. Muss halt einmal ultien, da hat er mich währenddessen gekillt.